und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich nach sehr, sehr langer Zeit endlich mal wieder einen Haul für euch. Und zwar war ich auf der Equitana, die einige von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, am 23.03. So. Und ja, natürlich, wie sollte es auch anders sein, habe ich ein bisschen was geshoppt. Eine Sache ist jetzt leider noch nicht angekommen. Da werde ich später nochmal drauf eingehen und euch ein Bild dazu einblenden. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt an. Was ich sehr, sehr schön fand, ich habe leider vergessen, euch per Instagram zu sagen, in welcher Halle ich jetzt gerade bin. Das tut mir wirklich sehr leid. Und trotzdem, zwei von euch haben mich ja, von hinten erkannt, was ich richtig süß fand. Und ihr habt euch auch so extrem gefreut und ich habe mich auch mega gefreut, euch zu treffen, zumindest wenigstens zwei von euch mal zu treffen. Wir haben dann auch Fotos zusammen gemacht und ja, ich fand es echt mega schön. Leider darf ich das Bild jetzt hier auf YouTube nicht zeigen. Das respektiere ich aber auch. Ihr könnt da wirklich immer offen sagen, wenn ihr etwas nicht wollt. Auf Instagram durfte ich das allerdings posten, was ich sehr, sehr lieb fand. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, ich glaube, wir fangen als erstes hier mit an. Und zwar habe ich mir Leinöl geholt. Weil ja, die Kila ist jetzt gerade voll im Fellwechsel drin und mein anderes Leinöl war jetzt fast alle. Und Leinöl schadet ja, wie besagt, nicht. Und da habe ich mir jetzt mal das in dieser Flasche geholt, weil man das hiermit ein bisschen leichter dosieren kann. Und ich neige immer dazu, ein bisschen zu viel reinzukippen, glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich habe immer das Gefühl, ich kippe ein bisschen zu viel rein. Deswegen kann ich das hiermit ein bisschen besser dosieren. Ja, das ist Leinöl von Löstau für Fell und Verdauung. Ja, denke mal, jeder von euch kennt Leinöl, das ist jetzt 1 Liter und ich glaube, das hat 8 Euro gekostet. So, dann... Nein, nicht umfallen, nicht umfallen, nicht umfallen. Egal. Oh, 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 wie ist das abgegangen? Na, bleibst du mal hier drauf. Unnötig. Was haben wir denn hier drin? Ach so. Ja, ich wollte halt gern auch mal ein bisschen was kostenlos abstauben und dann war wir halt an so einem Stand mit Mineralfutter. Und ich habe mir dann das halt so ein bisschen angeguckt, habe dann mit der Verkäuferin ein bisschen gequatscht, habe dann gesagt, dass ich mir nicht so sicher bin, dass die Kila schon mal Mineralfutter bekommen hat, aber dass ich halt nicht weiß, ob sie es frisst und bla bla bla. Und dann habe ich halt eine Mineralfutterprobe mitbekommen. Das ist von Josera, die Joker Mineral Pellets. Sehr vitaminreich. Ja, bin ich mal gespannt, ob sie die frisst. Mal gucken, vielleicht bestelle ich das dann ja auch. Muss ich mal gucken. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann umsonst bekommen. Und dann... Ach ja, das hier muss ich euch gleich zeigen. Ach ja, und ich habe für... Also ich war an einem Stand mit Müsli und ich wollte für die Kila gerne noch ein anderes Futter haben. Und weil ich meinem Freund jetzt nicht zumuten wollte, diesen 20 Kilo Sack quer durch die Equitana zu schleppen, habe ich mir jetzt einfach mal so ein Zettelchen mitgenommen. Und zwar habe ich da ein Apfelmüsli entdeckt. Das riecht so lecker und da sind auch echt gute Inhaltsstoffe drin. Das ist auch haferfrei, was ich gut finde, weil die Kila hat an sich schon sehr viel Power, sage ich mal. Deswegen brauchst du nicht unbedingt Hafer. Und ist melassefrei und hat sehr viele Mineralstoffe und Vitamine. Heißt, in dem Fall könnte ich das Mineralfutter dann auch weglassen. Und wurde da super beraten und das hat mir mega gut gefallen, dieses Apfelmüsli. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Auf jeden Fall gibt es das hier bei uns bei Raiffeisen und dann kann ich das holen, wenn die Futtertonne jetzt mal alle ist. Weil sie kriegt ja nicht jeden Tag Kraftfutter, sie kriegt nur ganz normal ihr Heu. Und jetzt ist gestern die Weidesaison eröffnet worden, heißt, sie kriegen jetzt auch noch Wiese, also Gras. Ja, und dann, wenn ich was mit ihr getan habe, dann kriegt sie halt immer ein bisschen Kraftfutter noch sozusagen als Belohnung einfach. Ja, und dann habe ich an einem Stand ein richtig gutes Schnäppchen gemacht, das meinte dann der Verkäufer auch.
Und zwar konnte man sich drei Proben aussuchen für 2 Euro. Und da gab es dann halt auch Mineralfutter, Müsli und halt so Riegel für Fohlen, Riegel für Fohlen. Riegel für Stuten, die gerade abgefohlt haben, also ein Fohlen bekommen haben, wie auch immer man das jetzt nennt. Und dann gab es da halt auch Riegel, die nennen sich Muskelpower. Und weil ich jetzt im Sommer anfange mit Tequila wieder mehr zu trainieren und das halt auch wieder ein bisschen mehr Muskeln aufbaut, habe ich mir gedacht, komm, in so einer Packung, hier sind 3 Riegel drin, du kannst dir 3 Proben aussuchen für 2 Euro, komm, nimmst du dir jetzt einfach 3-mal so ein Tütchen Muskelriegel mit. Also habe ich jetzt 9 von diesen Riegeln für 2 Euro. Und dann, als ich das so rausgenommen habe, er guckt mich so an. Also, ja, das war jetzt sehr schlau von ihm. Ich so, wieso? Ja, die sind eigentlich schweineteuer. Gut, hat er auch zu mir gesagt. Der hat jetzt ein richtig gutes Schnäppchen gemacht. Ja, also das war jetzt hier mein Schnäppchen Nummer 1 von der Equitana. 9 Muskelriegel für 2 Euro. Ich werde mal zeigen. So sehen die aus. Die riechen richtig lecker. Achso, die sind von... Achso, da steht da richtig groß drauf, von welcher Marke das ist. Und ich überlege, von welcher Marke das ist. Das ist von Cyberstar. Und wie gesagt, diese 3 Dinger hier, ups, haben mich 2 Euro gekostet. So, achso, und dieses Apfelmüsli hier, das kostet 18,95 Euro, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange ich schon diese Schabracke haben wollte. Ich wollte nicht. Ich glaube, die kostet ungefähr 70 Euro. Bin nie bereit gewesen, 70 Euro dafür auszugeben. Und dann habe ich die bei Manski gesehen. War das Manski? Ich glaube, das war Manski. Ja, das war Manski. Ja, doch, stimmt, das war Manski. Das ist die Manski-Tüte. Ich habe das nur umgepackt. Ja, und dann habe ich die halt bei Manski gesehen. Für 40 Euro. 40. Das war jetzt, das hier ist mein Schnäppchen Nummer 2. Diese tolle Eskadron-Schabracke von der Niki-Kollektion in Rot. Ah, ich wollte die schon so lange haben, wirklich schon so lange. Seitdem die raus ist, wollte ich diese scheiß Schabracke haben. Ich wollte nie 70 Euro dafür ausgeben und jetzt habe ich die für 40 Euro gefunden und jetzt ist sie meins. Aber was mir zu spät aufgefallen ist, das ist Pony-Dressur. Das heißt, die wird ihr wahrscheinlich ein bisschen zu klein sein. Wie meine Mango Big Square auch. Die habe ich jetzt verkauft und habe mir jetzt die in Größe DR bestellt. Die müsste jetzt die Tage ankommen. Ja, aber das ist mir jetzt dann eigentlich egal. Dann ist die halt ein bisschen zu klein. Also ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, wie die unter dem Sattel liegt. Sonst muss ich die halt wirklich wieder verkaufen und gucken, ob die jemand in DR verkauft für 40 Euro und nicht für 50, 60. Manche wollen ja trotzdem noch Wucherpreise für haben. Ja, auf jeden Fall. Das ist mein neues Baby, was jetzt in den Stall einziehen wird. Ich hoffe, die Kila freut sich da auch drüber. Wahrscheinlich ist ihr das eh egal. Ja. Und jetzt, wo mir diese schicke Karte hier gerade ins Auge fällt. Ich habe die liebe Kira von Olden Beast getroffen. Und es war wirklich mega schön, sich mit ihr zu unterhalten, wie auch immer. Und sie hat eine mega schöne Karte. Die habe ich mir dann einfach mal gemotzt. Nein, ich habe sie natürlich vorher gefragt, ob ich die haben darf, weil ich die mega schön finde. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr schön, mit ihr zu quatschen. Sie ist genauso wie in Videos einfach mega sympathisch. Fail-Kauf oder auch nicht. Am Stall habe ich halt Manspray stehen und das Manspray ist fast alle. Und dann habe ich mir gedacht, komm, kaufst du dir eine Flasche Manspray. Ich glaube, die hat 6 Euro gekostet? Nee, 8. 6 oder 8 Euro? Ich glaube 6. Bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich mir hier dieses Manspray gekauft. Von Löstau. Fell und Manspray. Ja. Das sind 750 ml. Und da ist ein schicker Friese drauf. Ja. Als ich dann zu Hause war, hat mich meine Mutter darauf aufmerksam gemacht. Ja, ich habe mir vor gewisser Zeit eine Flasche Manspray gekauft. 2 Flaschen Manspray gekauft.
3 Flaschen Manspray gekauft. Heißt, dieses Manspray hätte ich mir sparen können. Aber egal, Manspray wird ja, hoffe ich, nicht schlecht. Jetzt habe ich 4 Flaschen Manspray. Gut, ja, das war jetzt sozusagen mein Fail-Kauf. Und dann machen wir mit einer Sache weiter, die auch so unglaublich schön ist. Ah. Wie mache ich das jetzt? Das habt ihr gar nicht gesehen, was ich jetzt gerade rausgepackt habe. Ah, die Seite seht ihr noch nicht. So, und zwar habe ich mir noch eine Schabracke gekauft. Und zwar die Escadron Brilliant Dura in Petrol. Ich glaube, das ist Petrol, aber ich hoffe, ihr seht die Farbe in der Kamera richtig. Die ist so schön. Die ist so schön. Und bei welchem Stand war ich denn? Ich weiß nicht, bei welchem Stand ich war. Auf jeden Fall haben die da exklusiv an diesem Stand hier dieses Glitzer damit drauf gemacht. Und es sieht so schön aus. Und ich habe diese Schabracke noch nirgendwo im Internet gesehen. Oh, hier ist ein Schild. Das ist die. Ja, Escadron Brilliant Dura. Farbe steht da nicht drauf. Egal. Auf jeden Fall hat die hier 49,50 gekostet. Mit Glitzer. Und dann waren wir noch an einem anderen Stand, wo ich die zwei Mädels getroffen habe. Und da konnte man die Schabracke besticken lassen. Und dann habe ich auf die andere Seite die Kida sticken lassen. So, richtig cool. Und diese Bestickung hier hat mir mein Freund geschenkt. Richtig lieb. Ich habe mich mega drüber gefreut. Ja, das ist eine exklusiv Tequila-Schabracke. Und ich finde die so schön. Und bei Manski gab es. Ups, achso, ich habe die rausgepackt. Bei Manski gab es Escadron Fliegenohren für 10 Euro. Und da habe ich dieses wunderschöne Paar hier gesehen. In der Größe Pony für 10 Euro. In der Farbe Petrol. Boah, ich hatte so einen Kampf mit diesen Fliegenohren, ne? Weil die einfach in jedem Licht anders aussahen. Direkt bei Manski waren die Petrol. Dann sind wir zu einem anderen Stand gegangen, waren die auf einmal Navy. Da dachte ich so, scheiße, hast du jetzt die falschen gegriffen. Dann, wo ich bei Kira war, waren die auf einmal wieder Petrol. Ja, jetzt sind sie, weiß ich nicht. Also 100% die Farbe ist es jetzt nicht. Aber ich denke mal, das passt dennoch ganz gut dazu. Was meint ihr? Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall sind die hier auch noch mit eingezogen. Und das war's jetzt auch soweit mit den Sachen, die ich hier habe. Ich habe auch noch eine Sache in Auftrag gegeben. Wie ihr wisst, stehe ich auf Glitzer und auf bunte Farben. Und Tequila ist ja eh für mich schon mein Einhorn. Und dann war da ein Stand namens Strassschwein. Und was hat sich die Alina da bestellt? Einen Ringbogenstirnriemen mit Swarovski-Stein. Das Ganze hat mich 55 Euro gekostet und der Stirnriemen kommt so in 3 bis 4 Wochen an. Es war auch da, aber in Warmblut und Warmblut ist meiner Kleinen ja ein bisschen zu groß, also sie braucht Vollblut, was Stirnriemen angeht. Ja, und dieser schicke Stirnriemen zieht dann jetzt auch bald bei uns ein. Ich habe jetzt alle meine Stirnriemen verkauft, bis auf 2, die werde ich irgendwie nicht los. Und ja, im Moment reite ich jetzt ohne Stirnriemen, weil die anderen beiden gefallen mir nicht. Und jetzt warte ich dann einfach, bis der schicke Stirnriemen kommt. Und ja, ich werde euch den auf jeden Fall auf Instagram zeigen. Und je nachdem, wann der halt ankommt, nehme ich den vielleicht in den anderen Haul noch mit rein. Und ja, das war's dann jetzt soweit von meinem Equitana Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Ich fange jetzt echt schon an, wie alle anderen auch. Ja, auf jeden Fall. Würde ich dann sagen, bis zum nächsten Video und danke, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Tschüss!